Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Dieses Mal werden wir uns für die Hauptquest diese Presser vornehmen. Unter Feinden. Feinden schaue ich mal gerade wieder auf. Unter Tage müssen wir auch noch abgeben, aber das können wir dann später machen. Ja, und wir müssen unten in die Kirche. Okay, jetzt sieht die Karte aber nicht mehr so vermatscht aus, wie sie das letztes Mal war. Oh, seltsam. Okay, dann, ja, gehen wir hier hin. Sollte ja nachts sein, das trifft sich also ganz gut. Sobald ein Licht an ist. Sobald der Bildschirm nicht mehr schwarz ist. So. Ja, in die Kirche. Naja, ich sehe da jetzt kein Licht. Sehr schwer. Benutzen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Amen. Was? Ich hörte, du würdest nach uns suchen, ja? Was willst du, spuck's aus. Ich will euch alle umlegen. Na, eigentlich wollen wir erstmal rausfinden, für was. Männer anheuern, die bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Ist das so? Und wo hast du das gehört? Im Wirtshaus und so. Die Leute reden. Eine nette Geschichte. Aber niemand hat dir im Wirtshaus gesagt, hier zu warten, oder? Also, von wem weißt du es? Von einem deiner Freunde. Den Namen habe ich vergessen. Er meinte, er könne mich nicht zu euch bringen, also sollte ich in der Kirche warten. Das ist richtig. Aber er hat trotzdem mehr ausgeplaudert, als er sollte. Ich kenne mich aus. Mit mir könnt ihr nichts falsch machen. Schluss mit dem Geschwätz. Bevor du uns das Blaue vom Himmel versprichst, habe ich eine Prüfung für dich. Eine Prüfung? Nichts Schwieriges. Früher haben wir jeden aufgenommen, der aussah, als könne er gerade ausschauen. Aber jetzt nehmen wir dich nur, wenn du tust, was wir dir sagen. Und das wäre? Etwas stehlen? Nein, nichts stehlen. Wenn du zu uns gehören willst, musst du Pius töten. Wer ist Pius? Und weshalb sollte ich ihn töten? Das geht dich zwar nichts an, aber ich erzähle es dir, da es eine lehrreiche Geschichte ist. Pius war einer von uns, aber er hat's vermasselt. Wie? Hat er was geklaut? Ja, unter anderem. Hat Geld gestohlen und ist weggelaufen, und ein paar Jungs sind deshalb krepiert. Er war nicht loyal. Sobald er tot ist, kannst du dich uns anschließen. Dazu muss ich ihn erst finden. Nein, das musst du nicht. Wir wissen, wo er steckt. Warum habt ihr ihn da nicht selbst getötet? Das ist es, ja. Er versteckt sich im Kloster. Bei den Stallburschen? Dorthin zu gelangen ist nicht schwer. Nein, nicht dort. Sonst wäre er schon längst tot. Er ist im Kreuzgang, oder wie das heißt. Aber dort dürfen nur Mönche rein. Nur Mönche und Pius, dieser gebildete Bastard. Scheinbar war er früher Pfarrer, aber das war wohl nicht das Seine. Und wie soll ich in den Kreuzgang reinkommen? Dir fällt schon was ein. Ein Geheimgang vielleicht? Es soll unter dem Kreuzgang eine Höhle geben, die Höhle des heiligen Prokop. Vielleicht führt von außen ein Weg dort hinein. Und fällt dir außer dem Geheimgang noch etwas anderes ein?
Tja, es gibt da so einen Kerl, der im Wirtshaus herumlungert und bald ins Kloster soll. Vielleicht kann er dir ja helfen. An deiner Stelle würde ich mit ihm sprechen. Und falls er dich hängen lässt, töte ihn und reiß dir alles unter den Nagel, das dir dabei helfen könnte, seinen Platz einzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben fürs Kloster oder so etwas. Das ist Frevel. Gibt es denn keine andere Prüfung? Wir heuern keine Stallburschen an. Wir suchen Kerle, die zu allem bereit sind. Und das ist die schwierigste Aufgabe, die wir haben. Und wie viele habt ihr schon geschickt? Nur ein paar. Und was wurde aus ihnen? Wurden sie gehängt? Nur der erste. Die anderen zogen den Schwanz ein. Hatten wohl nicht die Nerven dafür. Wie erkenne ich diesen Pius? Er ist noch nicht lange dort. Abgesehen von dir wird er der einzige Neue sein. Und was, wenn es andere gibt? Wie sieht er denn aus? Normal. War immer gut gekleidet und trug stets einen äußerst schönen Dolch bei sich. Nur wird er nun eine Kutte tragen und den Dolch nicht mehr haben. Dann wirst du wohl rausfinden müssen, welcher der Novizen der richtige ist. Bring ihn dazu, seine Identität preiszugeben. Füll ihn ab und schick ihn danach in die Hölle. Ihn abfüllen? In einem Kloster? Kein Ort wäre besser. Dort gibt es mehr Wein als in den königlichen Kellern. Und ich bezweifle, dass er nicht mehr säuft. Jemanden im Kloster ermorden? Das ist Frevel. Jemanden im Kloster ermorden? Bist du des Wahnsinns? Mord ist ohnehin eine Sünde. Spielt es dann eine Rolle, wo man ihn verübt? Ja, tut es. Ich würde Blut auf geweihtem Boden vergießen. Na, dann zieh ihm eins über, schleif ihn raus und mach ihn kalt, wo es weniger heilig ist. Mir ist es gleich, solange er das Zeitliche segnet. Guter Punkt. Na schön. Ich soll Pius töten, der sich im Kreuzgang aufhält. Und um dort reinzukommen, brauche ich die Hilfe eines Jungen, der dem Orden beitreten will, ja? So ziemlich. Und jetzt zum Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, ihn kalt zu machen, oder? Natürlich, aber das ist nicht alles. Nach dem Mord wird im Kloster die Hölle losbrechen. Also sieh zu, dass ihn niemand findet, oder mach schnell die Fliege, wenn du ihn erledigt hast. Es wäre jedoch besser, wenn sie ihn nicht sofort finden würden. Und dann? Soll ich dann hierher zurückkehren? Nein, nein. Bevor du abhaust, nimm seinen Würfel und bring ihn als Beweis mit. Und falls du aus ihm rauskriegst, wo er das Geld versteckt hat, auch das. Den Würfel und das Geld mitbringen, falls ich es finde. Und wohin? Geh vom Kloster aus Richtung Osten über den Fluss. Dort findest du im Sumpf eine Feuerstelle. Mach in der Nacht ein Feuer, ein schön großes. Dann kommen wir, um den Würfel und das Geld entgegenzunehmen und sagen dir auch, wo du dich melden sollst. Klar? Gut. Ich soll mich in den am besten bewachten Ort der ganzen Region einschleichen, jemanden töten, seinen Würfel und sein Geld nehmen und dann im Sumpf am Feuer warten. Ja, das ist der Plan. Ihr könntet in der Zwischenzeit zumindest ein paar Gebete für mich sprechen. Die werde ich brauchen. Und vergiss nicht, wir behalten dich im Auge. Also nicht abhauen, klar? Na, das klingt ein bisschen sehr konstruiert. Mit dem Schlüssel komme ich dann da wohl rein. Und Hauptstufe gestiegen. Ach, das ist nur hierfür. Pfad der Erleuchtung. Schleich dich als Novize in das Kloster einer Zelle in Ratzig, was die Banditen von dir verlangen. Ja, dann machen wir das erstmal. Dann kann ich nämlich auch noch die Quest abgeben. Und dann haben wir auch wieder Tag. Überfall auf dem Weg. Wollen wir nicht. Naja, wird immer noch mitten in der Nacht sein.
Berger. Ladebildschirm. Ja, ich denke nicht, dass das Spiel anfangs schon so lange jedes Mal geladen hat. Das ist irgendwie... Muss ich mal die Zeit stoppen. Andererseits bin ich halt auch anfangs nicht so wahnsinnig oft gequicktraveled. So. Dann geben wir mal die andere Quest ab, die Untertage. Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich bin wegen der Mine hier. Sehr gut. Was hast du herausgefunden? Ich konnte nicht überall nachsehen, aber ich habe etwas in Erfahrung gebracht. Was denn? Wendel und seine Leute haben Silber gestohlen. Diese Maden. Ich wusste es. Hast du ihn hergebracht? Er wollte mich umbringen. Leider nicht. Er hatte Angst, auf dem Scheiterhaufen zu landen und versuchte, mich zu töten. Nun, ich bin froh, dass ihm das nicht gelungen ist. Aber nun werde ich gar nichts erfahren. Tja, das ist wohl Pech, nicht wahr? Irgendwie hatte ich da jetzt nicht die Option, was anderes zu machen. Vielleicht hätte ich, ja, in der Höhle weiter erkunden sollen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, dann geben wir die andere Quest noch ab. Das sieht mit der Belichtung irgendwie so aus wie, ich weiß nicht. Als wenn das ein Sprite wäre. Und das steht ja wieder so schräg da. Der ist ein bisschen seltsam. Also, was ich meinte war, dass das so ein Sprite wäre wie aus so einem, Hellebarde. Da müsste ich stehlen. Wie aus so einem, 90er-Jahre-Spiel wie, Lands of Lore 2 oder so, wo die halt, gefilmte 3D-Sachen verwendet haben. 3D-Sachen, gefilmte Echtszenen verwendet haben. Um die in ein 3D-Spiel zu bringen, was teilweise ein bisschen seltsam aussah. So, wir müssten... Na, da kommen wir jetzt gar nicht rein. Wir haben aber ja auch unser eigenes Bett hier irgendwo. Setzen, da können wir auch dieses Buch weiterlesen. Noch sind wir ja eigentlich ein bisschen früh dran. Oh, meine Rüstung ist auch kaputt, die muss ich auch mal reparieren oder reparieren lassen. Das hier lernen. Du hast das Buch bereits ausgelesen. Okay. Mehr Bücher habe ich da nicht. Ah. Oh, ne, es ist schon 5 Uhr. Na gut, wir brauchen schon Energie. Dann lesen wir das mal gerade. Bum, bum.
Dann schauen wir mal, was der Herr Ratzig zu sagen hat. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das fertig ist, ob ich dann nochmal in den Ladebildschirm komme. Weil dann wäre halt diese super langsame letzte Stunde auch ein bisschen sinnlos. Ja, das passt schon. Agilität und Lesen gestiegen, sehr schön. Und Stärke sind auch noch gestiegen. Huckepack oder furchterregend? Na, nehmen wir das hier. Vitalität. Schnell wieder Wind. Alles spürst du keinerlei positiven Auswirkungen. Gilt nicht für Alkohol. Ja, nehmen wir das schnellere Laufen noch. Gott sei mit! Was soll das? Dein Ernst? Was zum Teufel? Ja, der konnte da einfach durchlaufen. Hey, pass auf! Die Leute heutzutage. Ich kann das nicht. Himmel, pass auf! Pass etwas besser. Das sieht schon cool aus. Ich würde ja jetzt gerne mal da hoch, aber. Das können wir mal wegpacken. Ist das dein? Ja, lauf einfach durch. So. Privaten hey, Bereich. Was wird das hier? Nix. Verpiss dich, bevor ich richtig zornig werde. Will aber da hoch. Da ist er wieder. Gott segne dich. Was betrübt dich? Was die Untersuchung des Massakers in Neuhof anbelangt? Herr, die Untersuchung des Massakers in Neuhof nimmt ungeahnte Ausmaße an. Was hast du herausgefunden? Ich habe die Bande aufgespürt, die Mörder für Pribislawitz anheuerte. Sie kennen die Mistkerle, die Neuhof niederbrannten. Ausgezeichnet. Was hast du noch herausgefunden? Bis jetzt nicht viel. Wenn ich mich unter sie mischen soll, muss ich einen ihrer ehemaligen Spießgesellen ermorden, einen Kerl namens Pius. Offensichtlich war auch er in Neuhof. Du musst einen Verworfenen ermorden, um dich zu beweisen? Ha, das gefällt mir nicht. Das ist nicht das Schlimmste. Dieser Pius versteckt sich im Kloster und gibt sich als Novize aus. Ich müsste hinter die Klostermauern, um an ihn ranzukommen. Tja, Herr im Himmel, es wird nicht leichter. Nicht jeder wird ins Kloster gelassen und der Abt wird keinen der Novizen aufgeben. Das profane Gesetz hat in einem Kloster keine Geltung. Das ist bereits das zweite Mal, dass sich dort etwas Widriges abspielt. Zuerst die Münzfälscher und jetzt das. Ich wäre froh, wenn sich jemand dort umsehen würde. Was soll ich tun, wenn ich Pius gefunden habe? Töte ihn nicht. Bring ihn zum Vogt nach Rathei. Er wird ihn verhören und ihm einen gerechten Prozess machen. Klingt nach einer schwierigen Aufgabe, Herr. Ins Kloster gelangen, Pius finden und ihn dann auch noch zum Vogt bringen. In der Tat, Junge, aber ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Die Mönchskutte ist wohl der einzige Weg zu Pius. Wenn ich nur wüsste, wie ich sie erlange. Etwas Andacht und Gelehrsamkeit täten dir gut. Wenn das wirklich der einzige Weg ist, zu ihm zu gelangen, dann soll es so sein. Verzeih, aber ich kann dir dabei nicht helfen. Meine Beziehung zum Kloster ist nicht gerade zuträglich. Du musst dir wohl etwas einfallen lassen. Okay. Was ist denn? Also wieder zurück. Bei Merhoyet, da gibt's immer noch nichts Neues, oder? Ne.
also wieder zurück. Aha. Dum dum dum. Überfall wollen wir nicht. So. Wieder Ladebildschirm. Das ging ja schnell. Wow. So, mal gucken, ob ich jetzt den Typen finde. Gott schütze dich, Heinrich. Da, bitte. Der sehr. Da. Auf gute Gesundheit. Gott sei mit dir. Hier ist es schon. Bist du Karl? Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Nee. Hoch, die Krüge! Beste Grüße. Bring mir was zu beißen. Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Nee. Sehr schön. Hier drüben, ein Bier bitte. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Der da. Gelobt sei Jesus Christus. Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Wie üblich. Reden wir mal mit dem Wirt. Gelobt sei Jesus Christus. Bist du Karl? Du bist nicht zufällig Karl, oder? Nee. Macht überhaupt keinen Sinn. Jungen Mann, der dem Kloster beitreten soll. Ein Bier. Ist da vielleicht noch jemand drin? Zu harter Arbeit verpflichten. Warum mussten Sie mich ins Kloster schicken? Weil das der einzige Ort auf Erden ist, an dem du dich nie wieder in Verlegenheit bringen wirst. Karl, was ist das für einer? Du, dass ich dir die Birne einhau. Genau, komm her. Genau, komm nur her. Wer bist du? Du bist nicht zum Leben im Kloster. Und genau das. Oh, hier. Ich bin hier. Der liegt da nicht so gesund.
Du solltest deine Stimme nicht so erheben. Das ist unziemlich. Wenn ich voll bin, suche ich mir eine Hure. Du wirst nirgendwo hingehen. Na gut, Beschützer Manfred. Aha. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Bist du Karl? Nö. Nein, reden wir direkt mal mit Karl. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Bist du zufällig Karl? Bin ich. Warum fragst du? Wie ich hörte, bist du für das Kloster bestimmt. Das ist wahr. Aber ich konnte meinen getreuen Beschützer Manfred überzeugen, mir noch ein paar Tage Freiheit zu gönnen. Allerdings erlaubt er mir nicht, die Freudenmädchen zu besuchen. Weshalb ich an meinen letzten Tagen dem Alkohol fröne. Mit wem habe ich die Ehre? Ich heiße Heinrich. Freut mich, dich kennenzulernen. Hier, genau wie bestellt. Können wir unter vier Augen sprechen? Es gibt da etwas wegen des Klosters. Im Ernst? Ich würde gern mit dir darüber sprechen. Aber solange Manfred mir im Nacken sitzt, haben wir keine Ruhe. Werde ihn für mich los. Bitte. Nee. Sollte ich eigentlich nicht. Ich möchte etwas mit dir bereden. Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Ich würde dein Gewicht in Gold aufwiegen, wenn ich welches hätte. Aber Manfred da, mein Schutzengel und Wart, verwahrt mein Geld. Und er lässt mich keinen Moment aus den Augen. Wenn du mir hilfst, ihn loszuwerden. Er hört uns bereits die ganze Zeit zu. Na und? Hör zu, Freund, stoßen wir an. Er ist ein verschlafener alter Esel. Wir können reden, sobald er einnickt. Bitte, werde ihn für mich los, egal wie. Mhm. Und das letzte noch? Ich möchte etwas mit dir Lass uns trinken. Ein Mann nach meinem Herzen. Ich gebe dir einen aus. Wird mein Wächter sich auch etwas einverleiben? Nein, wird er nicht. Gott bewahre. Junge, Junge, welch Kreuz ich tragen muss. Weißt du, eigentlich sollten wir nach der Schenke ein paar Dirnen einen Besuch abstatten. Aber Manfred verbietet es. Werde ihn los. Na gut. Bist du Manfred, der Beschützer des jungen Herrn? Der bin ich. Warum? Du musst einen Mordsdurst haben. Wartest mit ihm seit Tagen, siehst zu, wie er sich besäuft, und du selbst nimmst keinen Schluck? Zweifellos hätte ich gern einen Krug Bier. Aber wenn ich meine Sinne auch nur im geringsten trübe, brockt sich der Tunig gut gewiss Ärger ein. Dann trinken wir gemeinsam. Und wenn du angeheitert bist, behalt ich ihn im Auge. Du hast etwas Heiterkeit verdient. Du siehst vertrauenswürdig aus. Was wollen wir trinken? Und da wir schon dabei sind, wie wäre es mit einem kleinen Spielchen? Würfle mit Manfred. Okay. Darf noch eine 3 zu würfeln? Ne. Hatte ich davon? Achso, weil das hier ausgeblendet ist. Okay. Das sieht doch schon super aus. Punkten und fortfahren. Oder? Dann müsste ich da jetzt eigentlich nochmal würfeln können. Wie lange soll ich noch warten? Hier drüben, ein Bier. Gott sei
Schauen wir nochmal. Hier ist es schon. Ja, danach wird es zu risikoreich. Punkten und passen. Hallo Heinrich. Da, zufrieden? Aber jetzt wird's was. Auf die Frauen! Gott segne sie. Jetzt bin ich am Arsch. Ja. Da ist es schon. Drei Dreien, das ist aber auch nicht wahnsinnig viel. Probieren wir nochmal. Weiter, punkten und fortfahren. Punkten und passen. Perfekt. Punkten und fortfahren. Naja, und damit habe ich eh schon gewonnen. Punkten und passen. Durst hat. Zweifellos hin. Dann trinken wir gemeinsam. Du siehst vertrauen. Jetzt muss ich nochmal würfeln. Das war wahrscheinlich nicht so gedacht. Ich nehme Bier. Zapf mir eins. Gott schütze dich, Heinrich. Ja, punkten und passen und gewonnen. Vielleicht muss man verlieren. Wie lange soll ich noch warten? Heute kloppe ich einen zu Brei. Ah ja. Noch nicht wen. Irgendwelche Vorschläge? Zapf mir ein Bier. Manfred, sind wir los. Genau wie du wolltest. Gott sei Dank. Er lässt mich nicht aus den Augen und ist geradezu erpicht darauf, mich ins Kloster zu stecken, damit er nach Hause kann. Weshalb wirst du ins Kloster gesteckt? Wie alle lustvollen Burschen liebe ich liebreizende Mädchen. Eine liebte ich zu sehr und sagen wir mal, sie war 9 Monate lang unpässlich. Aber dafür stecken sie ja nicht ins Kloster. Wenn sie die Tochter deines Lehnsherrn ist, schon. Scheiße. Scheiße ist milde ausgedrückt. Der Herr von Bukova war gar nicht erfreut. Er kann seine Tochter nun nicht mehr verheiraten und stellte Vater vor die Wahl. Entweder er zahlt 1000 Groschen und serviert meine Eier auf einem Silbertablett, oder er zahlt 1000 Groschen und steckt mich irgendwo hin, wo ich nie wieder gesehen werde. Weshalb sitzt dir dein Wächter ständig im Nacken? Damit ich nicht weglaufe. Natürlich kann ich mich frei bewegen, aber er beobachtet mich auf Schritt und Tritt, bis ich hinter den Klostermauern bin. Nun, jetzt beobachtet er dich nicht. Was bringt mir das, wenn er das ganze Geld hat und sogar meinen Sattel und Umhang hinter Schloss und Riegel hält? Warum läufst du nicht einfach weg? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld. Und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Könnte ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen, dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Was? Freiwillig? Du siehst mir nicht wie einer aus, der den Rest seines Lebens auf Knien beten möchte.
Hier, aber das ist wohl dein Problem. Du wirst nur aufgenommen, wenn du des Lesens und Schreibens mächtig bist und ein Schreiben des Abtes besitzt. Es bestätigt im Grunde, dass sie wissen, wer du bist und dich aufnehmen werden. Dann gib mir dein Schreiben und ich sage einfach, ich wäre du. Manfred hat es. Du müsstest es ihm abnehmen. Aber er ist stets auf der Hut. Es sei denn, er schläft. Also stehle ich es und du kannst verschwinden. Verschwinden? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet. Arme gibt es überall. Wenn ich zwischen Hunger... Ich könnte mir einfach 5000 Gold geben und naja. Das wäre alles. Okay. Jetzt muss ich den Manfred finden. Wo auch der jetzt immer hingelaufen ist. Hier. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das mit dem Stehlen genau funktioniert hat. Jetzt laufen die da weg. Verhaftet den Dieb. Bin mir nicht so sicher, was ich jetzt am besten machen sollte. Der da jetzt irgendwann wieder zurückläuft. Ob der bis zu einer Wache läuft. Keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie das Stehlen funktioniert hat. War der das nicht? Ich hätte gern Bier. Naja. Gucken wir mal hier. Da sind schon verdammt gute Sachen drin, aber... Ritterwappenrock. Das nehme ich mal mit. Nehmen wir einfach mal alles mit. Zup. Keine Bewegung. Oh. Ergib dich! Dann war es wahrscheinlich, alles mitzunehmen, nicht so die beste Idee. Du wurdest beim Stehlen erwischt. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Und das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Pass auf, ich sag dir die Wahrheit. Aber du darfst es keinem verraten. Der Herr von Ratai schickte mich auf geheime Mission. Und dafür muss ich manchmal das Gesetz beugen. Also, ich dachte... Ich hatte ja keine Ahnung. Wenn das so ist, darfst du gehen. Das war jetzt auch nicht mal die Unwahrheit. Hey, das
zu suchen. Scher dich fort, oder du wirst es... Hey, pass auf. So. Jetzt gucke ich mal, ob da sogar was Besseres bei war. Naja, gut, weil mein Ding halt kaputt ist. Kyras, das ist, glaube ich, sogar genau dasselbe. Mir ging es aber eigentlich mehr um den Wappenrock. Nee. Okay. Na, dann packe ich den Kram in die Satteltasche. Na, es ist gerade wieder kaputt, das Pferd. So. Na, packen wir das wieder weg. Nehmen den. Räuberbarons. Nutzen wir mal den schweren Schild stattdessen. Ich werde hier mal gerade schlafen und speichern. Und dann mal gucken, wie sich die Situation entwickelt. Ob wir dann nochmal probieren können, den zu bestehlen. Ja, vielleicht sinnvoll gewesen, vorher zu speichern. Ist aber auch ein Knacken jetzt da, wie so ein... Tick-Tack, Tick-Tack, hört man. Wie geht es dir, Heinrich? Ja, der Typ ist da oben wahrscheinlich, oder der ist immer noch weg. Ja, keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Ach, ist der jetzt hier in einem anderen Gebäude am Schlafen? Ne, das da ist er. Manfred. Ja, erfolgreich. Ich habe immer noch keine Ahnung, was genau ich da... Da darf ich jetzt wieder bezahlen. Wache! So, helf mir doch jemand! Die schlagen sich hier, plündern. Schreiben des Klosters, Geldbeutel. Da, alles gut. Da
können den ja auch zurück in sein Bett legen. Moment. Wer ist da? Hey. Jetzt geht er stiften. Da sind wir wieder. Hallo Karl. Ich habe deine Sachen. Wunderbar. Gib mir den Beutel. Mit dem Schreiben kannst du machen, was du willst. Bitte sehr. Viel Glück, was auch immer du mit diesen Mönchen vorhast. Mach dich lieber auf den Weg, bevor Manfred merkt, dass er bestohlen wurde. Und was wirst du nun tun? Meine Sachen packen und verschwinden. Wenn der Alte merkt, dass ich weg bin, möchte ich über alle Berge sein. Ja, den habe ich ja nicht nur normal bestohlen, den habe ich so ein bisschen vermöbelt. Ich glaube, davon hat er was gemerkt. Jetzt können wir jedenfalls... Begib dich mit dem Schreiben zum Pförtner des Klosters. Mhm. Dich nicht von der Stelle. Ja, ja, ich... Ergib dich! Dann, du hast das Gesetz missachtet. Ja. Hab ich dich. Dir werde ich's zeigen. Du wirst lernen, was Gerechtigkeit bedeutet. Was? Überrascht? Ich hab genug gegen dich in der Hand, Abschaum. Prügeln in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Ganz zu schweigen von anderen Missetaten. Also halt's Maul. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Du machst einen großen Fehler. Wenn du wüsstest, wo du da hineingeraten bist, das wird kein gutes Ende für dich nehmen. Also, ich dachte, ich hatte ja keine Ahnung. Wenn das so ist, darfst du gehen. Ja, super. Vielen Dank. Den gehen wir wieder. Gör! So, dann werde ich aber hier erstmal wieder einen Schnitt machen. Dann werden wir uns beim nächsten Mal in das Kloster einschleichen, indem wir hier mit diesem Honk reden. Also denn, bis zum nächsten Mal.